Schauen wir im Bereich statische Polymorphie uns nochmal genauer die elementaren Typen an, die es ja in Java gibt, im Gegensatz zu den Klassen. Die Ideen davon lassen sich nebenbei 1:1 von den Klassen übernehmen. Man muss nur wissen, dass es eben hier auch eine Reihenfolge gibt, wie die Sachen konvertiert werden. Und die habe ich hier oben mal in so einem Bildchen dargestellt. Sie kennen den kleinen Typen Byte. Dann in der Sache, die werden automatisch in Shorts umgewandelt. Das heißt also, man kann zum Beispiel am Short-Variable ganz einfach einen Byte-Wert zuweisen. Andersrum geht es nebenbei nicht. Ich habe auch hier nochmal die Speichergröße drunter geschrieben. Ähnlich ist es bei Int. Eben, man kann einem Int hier ganz normal einen Short-Wert zuweisen. Andersrum geht das erstmal so nicht. Hier auch nochmal angegeben, wir haben uns nicht ganz so genau damit beschäftigt. Der Typ Char für Character, das ist auch dann die Boxing-Klasse, die man dort hat. Das sind auch 16-Bit und das ist eigentlich auch nur ein Short-Wert, den man dort hat. Der kann allerdings eben als Buchstabe auch auf dem Bildschirm dargestellt werden, kann aber genauso gut auch als Zahl genutzt werden. Deswegen sind die beiden hier sehr ähnlich, aber nicht direkt 1:1 ineinander zu oder 1:1 aneinander zuweisbar. Das heißt also, das geht nicht. Aber man kann einer Int-Variablen einen Character zuweisen, einen einzelnen Buchstaben, ein Unicode-Zeichen. Ja, und eben, es gibt noch den Typ Long für sehr große Integer-Werte, also ganzzahlige Werte mit 64-Bit. Und den kann man eben hier auch nutzen, jeweils mit dem Int. Und dann habe ich hier nochmal aufgeschrieben, Float-Werte können auch automatisch umgewandelt werden in Double-Werte. Die andere Richtung geht das erstmal nicht. Ich habe auch noch einen Pfeil hier zwischen gemalt. Ich hatte ihn erst versucht oder überlegt, anders darzustellen, aber letztendlich soll das nur andeuten eben, dass man einer Float-Variablen einen Long-Wert zuweisen kann und natürlich auch einen Int-Wert, Short-Wert, Byte-Wert oder Character-Wert. Die werden automatisch umgeformt, sodass man sich darum selber nicht kümmern muss. Dass das durchaus ein bisschen trickreich ist, haben Sie vielleicht schon mal mitgekriegt. Wenn man so Variablen hat, zum Beispiel vom, also nehmen wir mal den kleinsten Typen Byte, Byte B zum Beispiel gleich 127. Das ist dann ganz normale, brave Byte-Variable, sehen wir auch, der Typ wird hier angegeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein B+1 mache, kommt da 128 raus und ein Int. Warum ist das so? Das hat nebenbei nichts mit Typüberlauf oder Ähnliches zu tun, sondern das ist ganz einfach das Plus. Das Plus sorgt automatisch dafür, sagt eben per Default, es handelt sich um Int-Werte. Das ist das Plus für Int. Das Ergebnis ist automatisch ein Int, was man dort haben kann. Also auch wenn ich sowas mache wie B+B zum Beispiel, kommt da immer ein Int-Wert raus. Das muss man immer im Hinterkopf behalten dann bei diesen ganzen Typsachen, die wir dort haben. Um uns das genauer anzugucken, habe ich hier mal so eine kleine Klasse geschrieben oder eine längliche Klasse, die heißt Wandlung. Gucken wir uns das mal genauer an, also eine Objektvariable Ein- und Ausgabe und eine Methode Wandeln. Ganz normal, diesmal nicht als Klassenmethode. Und dann habe ich eben mal ein bisschen eine Analyse gemacht. Also für ein Byte hier zum Beispiel gesagt, ja, ich weiß meine 127 da aus, also schreibt man den 127 da rein in die Variable, gebe dann den Wert von B aus, sehen Sie B Doppelpunkt und hier wird das B eigentlich ausgegeben dann. Und dann habe ich hier eben eine nächste Variable B1, da steht nur eine Zahl 1 drin und ich wollte dann einfach mal B+B1 rechnen. Das geht erstmal nicht. Gucken wir uns das erstmal an. Ganz einfach, ich mache es hier mal weg oder auch die Klammern kann ich hier sogar stehen lassen. Ich übersetze mal und Sie sehen Marker nicht. Warum nicht? Inkompatible Typen. Possible lossy conversion from int to byte. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass das Plus einfach nur sagt, mein Ergebnis ist ein Int-Wert, egal was für einen anderen Typen du da nutzt. Okay, bei Double kommt ein Double-Wert raus dann in der Sache. Aber eben, es ist nicht einfach so, auf Bytes da etwas zu addieren. Der einzige Trick, den es dazu gibt, ist die Möglichkeit, die Sachen umzuwandeln, zu casten. Dazu habe ich dieses Ding mal in Klammern geschrieben und schreibe den Cast-Operator davor. Das ist also dann die Möglichkeit. Was macht das Ding genau? Das rechnet hier B+B1, da kommt ein Int-Wert raus und wandelt den in einen Byte-Wert um, egal ob das sinnvoll geht oder nicht. Also, das ist die Grundidee, warum man hier diesen Operator hat. Nebenbei, ich könnte hier nicht das hier schreiben. Mach mal einen Übersetzen drauf, da kriegen wir die gleiche Fehlermeldung, weil dieser Operator, der es auch nur ist, also sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, ist also ein Operator, der genau ein Objekt hier erwartet als Operand. In diesem Fall wirkt dieses Byte, dieser Operator ganz einfach nur auf das B, verwandelt also den Byte-Wert in einen Byte-Wert und rechnet danach +1 und dann kommt ein Int-Wert raus. Deswegen muss ich hier die Klammern setzen. Klammern sind ja generell eine gute Sache, um zu wissen, in welcher Reihenfolge das ausgewertet wird. Die Klammern um das Byte herum nebenbei müssen stehen. Ja, und dann habe ich hier eine Ausgabe dahinter stehen. Wir können das auch ganz einfach mal übersetzen.
Und wir gucken uns ganz einfach mal die Ausgabe an. Ich werde da nicht mehr so viel dran ändern. Machen wir mal eine Wandlung und die Methode heißt sehr kreativ. Ja, wandeln wir mal. Und wir sehen, da kommt jede Menge raus. Das ist auch ganz toll. Gucken wir uns das da oben an. Ja, es wird die 127 ausgegeben und B plus 1, also 127 plus 1, ergibt minus 128. Das ist einfach so. Das ist einfach dann, wie die Zahlen definiert sind, wird Ihnen jemand anders nochmal schön darstellen, wie man dann eben mit den 8-Bit dann jeweils die Zahlen darstellt und wie es eben dazu führt, dass dann eben, wenn man die größte Zahl nimmt und einen drauf addiert, man bei der kleinsten Zahl im Zahlenkreis dann ankommt. Genauso andersrum auch, wenn Sie auf die kleinste Zahl dann von der einen abziehen, kommen Sie zur größten Zahl. Ja. Aber das ist was Spannendes am Rande, was eigentlich nebenbei nichts mit dem Thema Programmierung selber zu tun hat, allerdings Programmierer sowas im Hinterkopf wissen sollten. Ich verlange nebenbei nicht von Ihnen, dass Sie das auswendig lernen oder in der Klausur können, aber nur, man sollte es einmal gesehen haben und hier beim Thema eben statische Polymorphie, auf das wir gleich noch kommen, ist das ein ganz guter Punkt, um das mal anzusetzen. Ja, das war also die Sache mit dem Byte. Und dann habe ich eben hier einfach Copy und Paste von oben gemacht und hier ganz einfach das Gleiche nochmal mit Short gemacht. Die Variable heißt dann sehr kreativ S. Kleine Besonderheit hier noch, da steht dies hier drin. Aber sowas kennen Sie schon mittlerweile. Sie wissen, dass Short eine Klasse ist. Punkt MaxValue A, das muss eine Public Variable sein in Short drin. Und wir hoffen, und so ist es auch, dass die Variable final ist. Und damit handelt es sich also im Spezialfall eine Variable in einer Konstanten, die nicht geändert werden kann. Und hiermit kann ich mir ganz einfach den maximalen Short-Wert angucken. Ja, den gebe ich jetzt hier auch aus. Dann will ich da einen drauf addieren. Sie sehen hier und da eben was Short plus Short. Nein, das Plus hier macht daraus automatisch einen Int-Wert, muss in Short konvertiert werden. Und die Ausgaben sehen Sie, das ist eben der größte Short-Wert, den wir hier haben. Und das ist der kleinste Short-Wert. Den könnte man mit Short.minValue auch nochmal ausgeben in der Form, was wir dort haben. Dann gucken wir mal weiter. Bei den Integern ist es ein bisschen einfacher, weil da muss man nichts konvertieren in der Form, was drin steht. Weil eben ich habe einen Integer-Wert da stehen, habe mal den Max-Value-Wert und addiere da einen drauf. Und wir sehen dran, dass da sind ungefähr, wenn man es genau mal anguckt, 2 Milliarden 147 Millionen. Also nochmal, alle Int-Werte reichen nicht aus, um alle Menschen durchzunummerieren. Nur zur Sicherheit. So für den Hinterkopf dann in der Sache. Und das hier ist der kleinste Int-Wert, der dann da rauskommt. Ja, den nächsten Schritt mache ich für Long auch nochmal. Long beim Plus nebenbei wird auch daraus automatisch Long-Werte machen. Also nach oben konvertieren ist beim Plus kein Problem. Im Zweifelsfall wird da eben, ja, selbst wenn es nur Int-Werte wären, die addiert werden, kann ich die auch locker an Long zuweisen. Das ist also sehr locker machbar. Da zeigt unter anderem die Kette, die ich hier oben aufgezeigt habe. Ja, gucken wir uns das kurz an. Long hat ein Max-Value, der schon ziemlich groß ist und wenn ich einen drauf addiere, kommt ein ziemlich kleiner Wert raus. Wir können mal gucken, was für ein Zahlenbereich man da so reinkommt. Ganz nett. Also der ist deutlich größer. Dann gucken wir uns die Float-Werte an. Also wir kommen im Bereich Fließkommazahlen. Da sehen Sie dran eben Float F gleich L. Aha, L, das ist ein Long-Wert. Ah, das passiert automatisch. Eine Konvertierung von einem Long-Wert oder Int, Short, Byte oder Character-Wert in einen Float passiert automatisch. Da muss ich nicht dieses Casten hier machen, was ich hier gemacht habe. Da könnte ich auch nebenbei hinschreiben. Würde nicht zum Compiler-Fehler führen. Können wir einfach mal machen. Also ich kann das auch hier so hinschreiben und übersetzen. Und Sie sehen, kompiliert 1a spitzenmäßig. Ist also auch kein Problem. Ja, und wir sehen natürlich dran, dass das hier eine Fließkommazahl wird. Das bedeutet allerdings auch, die Genauigkeit nimmt ab. Das erkennt man doch recht schön bei der ersten Ausgabe der Fließkommazahl. Sie sehen hier dran, dass das irgendwie 9 Punkt und dann kommen die Ziffern, die schon ziemlich passen. Aber irgendwann wird das eben so ab der 8. Stelle, glaube ich, jedenfalls 8. bis 11. Stelle, weiß ich nicht, wo die Genauigkeitsgrenze liegt, abgeschnitten. Und dann sehen wir, dass das was mit 10 hoch 18 zu tun hat. Das könnte man hier oben wahrscheinlich dann bei der Zahl hier auch nochmal ausrechnen dann in der Sache, dass man dort hat. Also, wir haben auch die Möglichkeit, eben hier ganz einfach Int-Werte in Float zu verwandeln, ohne dass man das casten muss. Ja, dann gucken wir uns als nächstes das mal mit den Float-Werten an und sehen eben dran, dass auch Float-Werte selber einen maximalen Wert haben. Der ist schon ziemlich groß und auf den addiere ich auch nochmal einen drauf. Wir können uns dann kurz mal angucken. Sie sehen, hier ist eine Float-Variable, F1, die dann auf 1 gesetzt wird und F plus F1 steht hier drin und das funktioniert auch. Können wir uns mal ganz kurz mal angucken beim F und sehen dran in der Form, was wir hier haben. Oh, der Float-Wert ist ziemlich groß, 10 hoch 38, bis dahin geht's. Und wenn ich einen drauf addiere, sehen Sie hier dran,
Das ist die zweite Ausgabe, oder genau gesagt, die dritte Ausgabe hier fürs F. Sehe ich nicht. Ganz einfach. Das verliert sich in der Ungenauigkeit. Da könnte ich auch deutlich größere Zahlen noch drauf addieren und die Zahl würde gleich bleiben. Also dieses plus 1, was hier passiert, da passiert nichts Spannendes. Kleine Randnotiz. Wenn ich das hier aufschreiben würde und übersetze, führt das wieder zum Problem, weil das Plus in dieser Form erkennt, ah, ich bin ein Plus für Double-Werte. Also wenn es Fließkomma ist, wird das Pluszeichen für Double, gibt es nur das Pluszeichen für Double und da ist es im Float wieder problematisch. Das heißt, ich könnte natürlich wieder hier das Ding konvertieren oder falls ich sagen möchte, das hier soll unbedingt ein Float-Wert sein, gibt es auch einen kleinen Trick, dass ich ein F dahinter schreibe. Kann ich mal mit Übersetzen machen und wir sehen das übersetzt 1a spitzenmäßig. Nebenbei, ob ich die 0 dahin schreibe, ist egal. Und ob ich den Punkt dahin schreibe, ist auch egal. Es bleibt immer 1 Float dann in der Sache. Also, das sind die Möglichkeiten, die man hier so hat. Okay, dann machen wir hier noch weiter mit dem Float. Dann sehen Sie, ich mache ein F plus F, also der maximale Float-Wert nochmal plus ich selber. Und den gebe ich dann aus. Und wir sehen daran, ah, da gibt es einen besonderen Wert bei Fließkommazahlen, der heißt Infinity und heißt, das ist mir zu groß, es ist unendlich. Es gibt keine Fehlermeldung, ganz wichtig, keine Fehlermeldung. Auch gerade hatten wir es gesehen mit Überläufen und so, keine Fehlermeldung. Das ist nebenbei nicht Java, das ist einfach in einem Standard definiert worden, wie mit Zahlen gerechnet wird. Das finden Sie in fast allen anderen Programmiersprachen identisch vor, in der Form. Ja, also F plus F geht nicht. Wenn ich nebenbei minus f ausgebe, sehen wir dran, es gibt noch eine Zahl, die heißt minus infinity. Ja, minus unendlich ist auch okay. Und dann mache ich mal sowas dann, ich versuche mal minus infinity plus infinity zu rechnen. Minus 1 plus 1 ergibt ja 0 und wie sieht es da aus? Nee, das kann ich nicht machen in diese Rechnung, da kommt ein dritter Wert raus, der heißt ganz einfach not a number. Ja, und dieser None-Wert, der kommt nebenbei auch dann raus, falls Sie zum Beispiel 0 durch 0 teilen, der kann an verschiedenen Stellen stehen. Ist also dann Anführungsstrichen noch schwächer von den Werten, die man dort haben kann. Das auch nochmal so für den Hinterkopf. Ja, für Double mache ich nochmal genau das Gleiche. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht im Detail nochmal gucken. Der Max-Value gibt es auch, der ist deutlich größer, 10 hoch 308. Plus 1 bringt überhaupt nichts in der Sache. Man kann natürlich dann einfach mal gucken, wenn ich diesen Double-Wert dann nehme und dann eben auf sich selbst addiere, das ist das, was hier passiert und das ausgebe, sehen wir dran, kommt Infinity raus. Minus Infinity gibt es auch und eben Not in Number gibt es auch. Nebenbei, falls ich mir die Float-Max-Werte mal angucke und die addiere, dann ist das hier schon wieder die Frage, was dann da insgesamt rauskommt. Und dann sehen wir Float-Max-Value plus Float-Max-Value. Dann sehen wir hier, kommt jetzt hier auch schon wieder Infinity raus. Aha, das ist noch wieder eine Besonderheit. Überlegen Sie, aha, ich habe jetzt zwei Float-Max-Werte und bei diesem Plus, was hier intern passiert, sieht es so aus, dass hier eben dann trotzdem erkannt wird, dass die Grenze dann überschritten wird und dann wird einfach der Wert eben auf Infinity gesetzt. Das ist ja etwas eigen. Nebenbei, ich kann ganz einfach mal hingehen und wenn ich Float Max Value plus Float Max Value rechnen will, kann ich das ja auch hier machen. Das ist ja ein ganz normaler Ausdruck. Und wir sehen dran, da kommt eben jetzt hier auch Infinity Float raus, weil der Typ nicht automatisch umgewandelt wird. Wenn ich jetzt hier was ganz Einfaches mache und hier zum Beispiel 0.0 vorschreibe, und das hier mit addiere, sehen Sie, kommt ein Double-Wert raus und das ist wahrscheinlich der Double-Wert, den Sie so erwartet hatten dann, in der Form, die man dort haben kann. Also das hier ist noch so eine kleine Stelle, bei der man aufpassen muss, falls man irgendwie Float-Werte addiert und dann aus dem Bereich rauskommt, dann ist man automatisch schon bei Infinity drin. Ich finde das auch nebenbei nicht hundertprozentig intuitiv, darf ich vielleicht so am Rand bemerken, ist aber so. Okay, das ist also einmal ganz kurz durch die Werte durch und die Konvertierungsmöglichkeiten, die wir haben. Eigentlich wollte ich über statische Polymorphie reden und das mache ich hier ganz unten nochmal. Sehen wir uns das mal an. Ich habe hier zwei Methoden geschrieben, mach. Die eine kriegt einen Short-Wert übergeben, wird dann eben ausgegeben, hier Short und der Value dazu. Short, gucken wir uns mal an, ist das Ding, was hier sitzt. Und ich habe eine Methode mach, da steht Float, der übergeben wird. Und dann sehen wir dran, ah, Float steht hier dran. Tja, und Float steht jetzt ja hier relativ weit vorne in dieser Kette drin. Das heißt, wenn ich irgendwie nichts Passendes finde in dieser Kette, wird ganz einfach dann das hier genommen, was dann da so drin steckt. Nochmal, was sollte passieren, wenn ein Byte-Wert genommen wird? Dann wird eben geguckt, Byte-Wert gibt es nicht, dann wird geguckt, gibt es was für Short.
Also hier in dieser Reihenfolge bei den elementaren Typen ist es ganz einfach so, dass man so schrittweise sich nach oben hangelt und gucken, hey, gibt es denn dafür eine Methode bei der statischen Polymorphie, die dazu greift? Das sehen wir auch hier dran. Ich habe jetzt hier einen Bytewert B, war das ja in der Form. Und wenn ich jetzt eben Mach aufrufe, sehen wir hier dran, wird einfach Short aufgerufen und der Wert ausgegeben. Dann habe ich hier einen ganz normalen Buchstaben-Character genommen. Den Character ist ja dann hier ein Char. Das ist also wirklich dann ein eigenständiger Typ. Und der wird automatisch dann, ja, wenn man gucken, dann, es gibt aber nur für Float ein Ergebnis. Also wird er bei Float gemacht und dann sehen Sie, wird der Wert bei Float ausgegeben. 120 ist der ASCII-Wert vom kleinen X. Das ist auch der UTF-16-Wert, den man dort haben kann. Also hier könnte man auch Unicode-Zeichen eingeben. Wir hatten uns das mit dem Ü und Ä schon mal angeguckt. Und dann könnte man mit Backslash U und sowas dann da eben auch recht schön so ein Zeichen angeben. Ja, jetzt gebe ich hier nochmal einen Integer-Wert rein. Da sehen wir hier dran. Der Integer-Wert wird auch relativ einfach genommen. Gesagt, hey, gibt keinen für Int, gibt keinen für Long. Aber für Float gibt es jemanden. Dann nehmen wir doch mal den für Float, der hier steht. Und dann wird eben der für Float aufgerufen. Dann habe ich hier nochmal einen Long-Wert stehen in der Sache. Und da wird eben auch gesagt, hey, das wird auch der Float-Wert. Das können Sie hier auch nochmal verfolgen. Sie sehen hier Float, 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 Float. Ja, und dann kann man das hier nochmal angucken. Das nur zur Erinnerung dran. Wenn ich 42 plus 42 schreibe und das übersetze, ist das Ding jetzt hier ein Double-Wert. Deswegen sagt er no suitable method found, weil ich brauche mach double, aber es gibt nur mach short und mach float. Deswegen funktioniert das nicht. Und eben der Trick von oben geht natürlich auch, ich kann ein F dahinter schreiben und habe so sichergestellt, dass ich damit arbeiten kann. Ja, das nochmal so ganz grob zur Darstellung. Da ich das mit den Fs Ihnen ja schon gezeigt habe, nochmal ganz kurz die Sache, wenn man so Integer-Werte eingibt, haben Sie eventuell schon mal gesehen, dass da eben so 0,42 rauskommt. Und es gibt hier noch kleine Varianten, was man bei Zahlen darstellen kann. Also ich kann zum Beispiel sowas machen, wie 0,42 kommt 34 raus. Warum? Ganz einfach, mit einer führenden 0 sind Sie im Oktalsystem drin, also nicht mehr im 10er-System, sondern im 8er-System. Und das ist 2 mal 8 hoch 0 plus 4 mal 8 hoch 1. 8 hoch 1 ergibt 8. Also 4 mal 8 plus 2 ergibt 34. Das ist also das, was man da hinschreibt mit den führenden Sachen, was man hat. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ganz einfach. Es gibt noch etwas, was man auch hinschreiben kann. Sowas zum Beispiel 0x. Dann schreiben wir hin so mal 1, 0. Also 0x10. Nein, nicht das als 10 aussprechen, als 1, 0. Und wir sehen, da kommt 16 raus. Und die Vermutung sollte bei Ihnen vielleicht schon sein, das ist das Hexadezimalsystem. Das heißt, im Klartext kann man eben dann Ziffern nutzen von eben 0 bis 9, allerdings auch noch die Ziffern A bis F, die dann eben für 10 bis 15 stehen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn ich hier zum Beispiel 0xA hinschreibe, ist das einfach die 10 und 0xB ist dann einfach die 11 und 0xFF ist dann eben jetzt hier 15 mal 16 plus 15 und das ist, glaube ich, 255. Es gibt noch eine Möglichkeit, das ist 0B, können wir uns mal angucken, 101 schreibe ich mal hin. Und wir sehen, da kommt 5 raus. Und das ist, wie Sie wahrscheinlich vermuten, das Zweiersystem. Kann man sich auch angucken, indem man mal 1, 0 ausgibt. Jawohl, es ist eine 2. Das heißt, wenn Sie irgendwie Binärzahlen hinschreiben wollen, was man ab und zu ja bei hardwarenahen Sachen gerne möchte, kann man das in Java auch. Und da muss man eben diesen Präfix 0b davor schreiben. Machen Sie 0b2. Eben sehen Sie, gibt es gleich eine Errormeldung. Binary numbers must contain at least one binary digit. Eine Sache, okay. Mal gucken, B02 geht auch nicht. Da sagt er eben, ist not a statement. Okay, also auf jeden Fall, es geht einfach nicht. Diese Möglichkeiten hat man hier nicht.